Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Pokémon Smart Extreme Randomizer Nuzzle Challenge. Im letzten Part haben wir den vierten Orden geholt, ne? Im letzten war das, ja. In diesem Part stürmen wir den fünften. Und an unserem Team hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich habe nur Paula und Blueson das Glücksei gegeben, sowie habe ich Root Cinepeter da gegeben, denn ich habe das Gefühl, dass die Trainer hier drin doch vom Level ein bisschen höher sind. Und ich glaube, wir sollten da mitgehen. Kindwurm, Level 6. Die sind vielleicht doch nicht so viel höher. Ich dachte nämlich eigentlich, die wären höher. Aber naja, der Arenaleiter. Ich meine nämlich in. Aber waren selbst nicht die. Ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade verwirrt. Nur ich meine, ich hatte in Erinnerung, dass sie stärker waren. Aber naja. Ignorieren wir das jetzt mal. Auf jeden Fall. Haben wir übrigens vergessen, den Fahrradweg zu machen. An den habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Den holen wir jetzt auch nicht nach, weil es lohnt sich halt nicht wirklich. Dieses Fahrrad an sich haben wir ja, aber den Fahrradweg haben wir nicht gemacht, was halt mehr daran liegt, dass ich es einfach komplett vergessen habe. Und du bist ein Feuer-Pokémon, okay. Weil es halt so eine. Manchmal kann man auch mal was vergessen. Warte mal, nicht, dass er jetzt zu viel Schaden macht. Ein Fahrradweg habe ich wirklich kein bisschen mehr gedacht, ne? Es ist unglaublich, als ich den letztens wieder gesehen habe, als ich an ihm vorbeigegangen bin, offscreen, dachte ich mir, den haben wir eigentlich gar nicht gemacht, ne? Es wären nochmal ein paar gute EP gewesen, wobei man natürlich sagen muss, dass bei welchem Orden war das? Orden Nummer, ach du meine Nerven, Nummer 3. War es jetzt nicht unbedingt nötig, weil wir relativ hoch vom Level her noch waren, also ist das eigentlich okay. Hier ist der Arenaleiter okay, zu dem möchten wir tatsächlich noch nicht. Wir möchten nämlich erst alle besiegen. Denn das ist nämlich immer... Das ist eigentlich nämlich immer so die Sache, EP braucht man eigentlich immer. Und wenn sowas dann passiert, dann ja. Ne? Wenn sich so ein Diktri denkt von Training Go. Ich glaube, der Crit hat in dem Fall nicht mal wirklich gemeldet. Keine Wirkung, das ist auch noch ein Flug-Pokémon, super. Ich glaube, der Crit hat wirklich halt nicht gemeldet, weil. Das ist halt ein. Obwohl eigentlich ist der Spezialangriff von Diktri ziemlich kacke. Also könnte es sogar sein, dass der gemeldet hat. Ausgerechnet Bluezone. Musste es ihm passieren. Mit eins unserer besten Pokémon ist jetzt tot. Unser schöner Psychic-Type. Ich glaube, jetzt haben wir auch langsam alle besiegt, aber... Das bringt mir jetzt herzlich wenig. Wow, das macht mich gerade ein bisschen sauer. Warum musste Bluezone jetzt sterben? Was soll das? Wen hole ich denn jetzt rein? Was ist gestorben? Bluezone, welches... Psycho, ne? Ich würde eigentlich ganz gerne Raichu reinnehmen, muss ich sagen. Einfach, weil wir die zwei Typen noch nicht wirklich haben. Wir könnten natürlich Luis reinnehmen. Der ist ein Psychotyp. Das Ding ist halt, der ist viel zu schwach, dass ich mit dem irgendwas machen könnte. Flugunlicht. Mit einem frohen Wesen. Haben wir einen Flug-Pokémon? Einen Dark-Type haben wir halt. Aber einen Flying-Type haben wir natürlich wieder nicht, ne? Und wieso hast du noch ein Glücksei? Wieso hat Spinny ein Glücksei? Das soll, glaube ich, nicht so sein. Und du bist Giftstahl. Ja, dich können wir auf jeden Fall reinnehmen, wenn Sachen sterben. Dann ist das wirklich ein sehr, sehr gut. Das ist ein richtig geil. Das ist eine vielfach schwäche Boden, aber Psycho ist halt nicht mehr sehr effektiv. Nee, wisst ihr was? Wir nehmen Raichu jetzt rein. Tatsächlich mag ich eigentlich die Typenkombi. Was heißt mögen? Wir haben die Typenkombi noch nicht. Das heißt, sie wird uns jetzt nicht unbedingt. Ein Loch ins Bein schießen, sagen wir mal so. Und eventuell, aber auch nur eventuell, lernt er noch was Gutes. Was bedeutet eine gute Käferattacke? Was bedeutet, mir würde tatsächlich ein Gen 3 jetzt gar nicht... Oh, gar keine allzu gute Käferattacke einfallen, die es noch so gibt. Aber der Gesteinstypus könnte tatsächlich doch ganz nützlich werden. Muss nicht sein, kann aber sein. Wir haben doch noch nicht alle besiegt. Das finde ich gut. Dann kriegen wir doch noch mal ein paar Erfahrungspunkte. Was tatsächlich relativ wichtig ist.
Haben wir die schon bekämpft? Ja, haben wir, okay. Die da unten auch. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, alle bekämpft. Dann gehen wir nochmal heilen und dann beginnt der Angstkampf. Ich muss echt sagen, ich habe Angst. Weil, ne, wenn wir Pech haben, kriegen wir hier drei starke Pokémon, die relativ solide gelevelt sind. Ach du meine Nerven, das kann richtig krass werden. Kampf ist Kampf. Du wirst als Arenaleiter tun, was du tun musst. Ja, das finde ich gar nicht so gut. Hab bitte einfach schwache Pokémon. Rich Girl Valentin, Magby. Tengen haben wir schon mal gekämpft, aber ich weiß nicht mehr, welches Dings das war. Und das ist tatsächlich nur Level 27, das überrascht mich. Sandsturm. Stimmt, das war ja ein wilder Encounter, ne? Ja. Dem, was wir verkackt haben, glaube ich. Ein Gift-Pokémon anscheinend, okay. Kein Poison. Boah, war das viel Schaden. Stimmt, Magby hatte ja noch einen hohen Angriff, keinen hohen Spezialangriff. Ach du meine Nerven. Ach du meine. Okay, die Paare. Ein Sandsturm tobt, okay. Ich würde sagen, wir gehen in Pauler. Pauler ist eigentlich die Wand dagegen. Ich meine, was will er denn machen? Er ist, glaube ich, Monogift. Der Sandsturm interessiert mich nicht, wenn er jetzt nicht zufällig noch Boden oder Feuer als zwei Typus hat, dann. Ja, hat keine Wirkung, ist mir also komplett egal. Der Sandsturm tobt, damit hört er den, damit macht er sich einfach nur selber Schaden. Und uns nicht, das ist perfekt. Paula Sternhieb bitte. Und bitte befördere das Ding einfach in die nächste Dimension. Weil Magby hat keine gute Death. Gut, Magby ist schon mal weg. Und er ist wirklich nicht so hoch gelevelt, wie ich dachte. Ach du meine Nerven, ich habe halt keine Ahnung, wie die Levelkurve hier ist. Puppeta. Ich meine, dagegen haben wir auch schon mal gekämpft. Ich könnte jetzt aber nicht aus dem Stegreif sagen, was für ein Typus das war. Und das ist anscheinend sein stärkstes Fragezeichen oder kommt Nummer 1, das zwei Level höher ist? Okay, Puppeta ist auf jeden Fall kein Boden-, Gestein- oder Stahl-Pokémon. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal Knirscher drücken. Das ist neutral. Und das ist kein Schaden. Und das ist Feuersturm. Das ist nicht gut. Du bist ein Feuer-Pokémon. Möchtest du. Warte, nimm mich jetzt der Sandsturm raus. Boah. Jetzt hast du aber nochmal Glück gehabt mit dem Zeug. Also hier haben wir einmal. Wir haben halt eigentlich kein Switchen. Wir bräuchten halt einen Water-Type, ne? Azalakorn ist hier unser bester Switchen, einfach weil er Speckschicht hat. Ich denke, der tankt das Ganze auch ganz gut. Perfekt. Er misst auch noch den Feuersturm. Mann. Der Kampf gefällt mir gerade überhaupt nicht, ne? Ich möchte jetzt auch hier die Zeit nutzen, um. Ja, benutzt halt Energiestaub. Um zu. Elektrofeuer? Okay, das ist cool. Voltheckel, interessant. Sondern normalerweise sollte eine Vergeltung reichen. Und selbst mit einem Crit dürfte Voltheckel nicht reichen. Nee, und Vergeltung kommt jetzt und das wird das Puppeta besiegen. Außer spontan Geisttypus einfach. Okay, gut. So, Puppeta ist weg. Wurfball erreicht Level 21, okay. Das ist aber nicht so wichtig. Ist so. Das sollte doch eigentlich machbar sein. Ja, gehen wir in Bianca. Die hatte bis jetzt noch keinen Auftritt in diesem. Das ist tatsächlich sein stärkstes. Ah nein, Geofissur funktioniert gar nicht. Ja, dann Mudge Bombe Go. Okay, ist kein Stahltypus, ansonsten hätten wir hier wieder wechseln müssen. Macht okay. Das ist ein. Ist das ein Psycho? Bei Seer war, kann ich nie genau sagen, ob das ein Psychotypus geblieben ist, weil Seer könnte auch so eine Random-Attacke sein, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und du hast eine Beere, natürlich hast du noch eine Beere. Zitrobeere, okay. So, bevor hier jetzt irgendwas passiert, gehen wir in Pauler. Das ist unser schöner Stahltypus. Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder Feuersturm oder irgendwie sowas. Oder irgendeine Cover. Wenn irgendeine Cover-Attacke kommt. Ach du meine Nerven. Stopp, wir greifen physisch an. Alles ist gut. Amnesie juckt mich nicht. Der Sandsturm tobt, ja, ist gut. Sternhieb, wie viel macht das? Das sollte ziemlich viel Schaden machen. Gut, das war gar nichts. Gut. Drache Psycho? Das wäre ein cooler Typus, muss ich sagen. So, weg damit. Warte, der hat noch ein Pokémon. Und jetzt habe ich nicht drauf geschaut.
was es war. Uff. Ich bleibe einfach mal im Parlor. Kappa los. Oh, dann habe ich es doch richtig gelesen. Warum hat er vier Pokémon? Okay, Level 27. Damit kann ich leben. Sandsturm. Der Sandsturm juckt mich immer noch nicht. Ihn auch nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Weil wenn er ein Boden-Pokémon ist, dann verlieren wir hier das Matchup. Und so gefühlt jedes meiner Pokémon verliert das Matchup gegen Boden-Pokémon, bis auf Roots. Aber der hat noch keine Pflanzenattacke. Das heißt, ich plädiere jetzt einfach darauf, dass du Gesteinstahl bist. Schmeichler. Ernsthaft. Spezial. Nee, 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 nee. Was ist mein Switchen? Ja, wir gehen jetzt einfach mal in Roots. So. Verhöhner. Ja, damit kann ich leben. Sandsturm ist immer noch da. Sandgrab. Schmeichler. Kannst du mal damit aufhören? Das nervt langsam. Das nervt. Hat er überhaupt eine Angriffsattacke? Knirscher. Oh ja, und wie er sie hat. Also bist du noch ein Dark-Type. Was wechsle ich denn in Knirscher rein? Eigentlich Azalakoren, aber der ist nicht hochgeheilt. Wir heilen erstmal Roots auf. Knirscher, okay. Dann heilen wir Azalakoren auf. Verhöhner, okay. Und dann gehen wir in Azalakoren. So. Die Plays, Freunde. Die Plays wurden getätigt. Und jetzt setzen wir einfach Überroll ein und hauen das Ding weg. Danke. Balanceorden erhalten. Das hat ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich gedacht habe. Aber naja. Was willst du von mir? Du gibst mir jetzt die VM Surfer, habe ich gehört. Mit welchem Pokémon surfe ich eigentlich? Ich habe kein Surfer-Pokémon. Doch, natürlich. Warte mal. Was haben wir jetzt eigentlich bekommen? Haben wir Energiefokus? Nee. Psycho Plus. Oder Geheimpower. Ich weiß, es sind alle scheiße. Okay, interessant. Pokémon können Surfer lernen. Für Bianca ist das tatsächlich ein sehr, sehr guter Move. Scheiß mal auf Giftschweif. Für Bianca ist Surfer perfekt. Damit ist sie auch noch gegen Boden-Pokémon ausgestattet. Bianca! Nice! So, hier dürfen wir nichts mehr fangen. Das heißt, wir können jetzt hier den Superschutz. Moment mal. Wen haben wir vorne? Ja, es ist okay. Wo ist mein Superschutz? Superschutz, super. Wir haben sogar einen Sonderbonbon. Jetzt geben wir dann Brutes, bevor er sich entwickelt, ne? Wir haben schon wieder nur Pokémon dabei, die sich nicht entwickeln können. Das ist richtig langweilig. Das ist unglaublich. Ich hoffe, ich kriege bald mal Pokémon, die sich noch entwickeln können. So, das ist Route 105. Hier dürfen wir garantiert noch ein Pokémon fangen. Teddy Ursa, ja, Überroller. Tschüss. Gut. Hier weiß ich halt, dass wir. Wir sind auf Route 105, da dürfen wir noch ein Pokémon fangen. Da ist nochmal ein Schwimmer. Ich meine, wir nehmen jetzt halt die Erfahrungspunkte mit, ne? Dank EP-Teiler etc. sollte das ganz gut machbar sein. Ja. Wurfball erreicht Level 22. Vor allem Wurfball braucht die Erfahrungspunkte. Ist hier noch irgendwas Wichtiges hier drüben? Ein Item? Ein Doppelkampf. Komm, nehmen wir mit. Machen wir doch mal einen spannenden Doppelkampf. Keifel und Smetbo. Moment, ich weiß ja den Typen von Keifel. Der ist ja Psycho-Unlicht gewesen. Das heißt, im besten Falle nehmen wir das direkt raus. Memento Mori, ja. Kann ich gut mit leben, wenn du möchtest. Europ. Niesel. Hat keine Wirkung. Flug-Pokémon oder was? Bei Flug gehen wir mal in Paula, weil ich traue mich tatsächlich noch nicht in mein Dings zu gehen. Leute, ich habe vergessen, dass da ein Feuer-Pokémon noch steht. Jetzt steht keins mehr da. Azalakoren Level 29, Steurak. Dagegen haben wir auch schon mal gekämpft. Wir haben schon gegen ziemlich viel gekämpft, muss ich zugeben. Wenn ich jetzt noch wüsste, was die ganzen Pokémon so drauf haben. Welchen Typus sie haben, dann wäre das ganz geil. Konfusion, natürlich. Natürlich haben wir uns selber. Es wäre ja auch komisch, wenn nicht, ne? Es wäre schon komisch, wenn nicht. Ach, Roots. Ach, Roots. Also einmal treffen wir jetzt, ist jetzt gleich mal so die Herausforderung. Ja. Und dann. Folterknell. Ist das jetzt euer Ernst? Jetzt darf ich dank. Ach, komm schon. Bitte triff, bitte besiege, danke. Wow, war das ein nerviger Doppelkampf. Immerhin Wolfboy Level 23. Ich nehme das jetzt positiv mit. Wahrscheinlich wäre da ein verstecktes Item gewesen, das wir jetzt nicht bekommen haben dafür. Nice. Aber naja. Me. Oh nein. Was für ein Typus bist du? Vielender. Käfer. Das hat nichts gemacht. Bianca. Bianca werfe ich gegen einen Käfer-Pokémon. Ein Hyperzahn. Okay. Surfer. Surfer. Surfer.
Gut gemacht, Bianca, gut. Ledian, ach du meine Fresse, God himself. Und Crunch. Das ist sehr effektiv, perfekt. So, und jetzt darf ich wieder eine Runde durchheilen, wow. Ich merke schon, ohne Heilen komme ich hier aber auch nicht durch. Ich komme gut durch, aber ohne Heilen nicht. So, und jetzt dürfen wir hier noch ein Pokémon fangen, welches ein Potrott ist. Wow, ernsthaft, Potrott. Eigentlich möchte ich das möchte ich ehrlich gesagt nicht fangen, weil ich das eh nicht benutzen werde. Das kann ich euch mal garantieren. Das kann ich euch sowas von garantieren, dass ich Potrott nie in einem LP benutzen werde, weil die Stats sind ja gleich geblieben, das heißt, nee, das tue ich mir halt wirklich dann nicht an. So, und solange keine neue Route ist, sollte ich vielleicht auch Superschutz ziehen. Superschutz? Super? Superschutz? Wo war Superschutz? Stimmt, wir haben auch Sprudel. Ich muss mir auch merken, dass wir Sprudel haben. Muss ich unbedingt auch benutzen. Gut, dass ich Superschutz eingesetzt habe. Hat sich gelohnt. Hier ist ein Item. Ein Hyperball. Das ist nice. Hier ist wieder eine neue Route, oder was? Ah, ich weiß nicht, ob die nicht... Zählt die zufällig hier dazu, wo wir schon Pokémon geangelt haben? Ich glaube schon. Ich glaube nämlich schon. Kanivanha. Level 35. Welches Pokémon haben wir gefangen? Ja, mit prinzipiell... Ich weiß es aber halt auch nicht. Nee, ich bin mir... Ja, da haben wir schon eins gefangen, weil wir hier geangelt haben. Das weiß ich nämlich noch. Okay. Hier haben wir auch geangelt. Ich möchte ein paar Trainern bitte aus dem Weg gehen. Wir müssen jetzt wirklich nicht alle bekämpfen. Und natürlich bist du ein Ghost-Type. Weil eigentlich sind wir von den Leveln voll gut dabei. Voll gut dabei. Der Blizzard Freeze, wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Wie lange möchtest du noch eingefroren bleiben, Lucas? Hast du auch mal Lust auf... Ist schon komplex aufzutauen, ne? Ist schon echt schwierig. Willst du mich jetzt verarschen? Wie viele Runden sind das jetzt bitte? Ich verstehe die Free... Ich verstehe nicht, wie lang... Hallo? Das hat aber jetzt gedauert. Das war gerade ein bisschen lächerlich. Wolfboy erreicht Level irgendwas. 24, glaube ich. Das hat aber jetzt gedauert. Immerhin Lucas erreicht Level 29, okay. Uff. Jetzt habe ich auch noch den falschen hochgehalten. Nice. Lucas hier. Take that. So, eigentlich möchte ich nämlich nur noch eine Sache machen hier. Und nicht gegen Trainer kämpfen, sondern ich möchte... Boah. Wirklich. Ja... Geh weg, Pi. Ich glaube, das können. Da könnten wir zum Beispiel jetzt mal Wolfball reinholen. Der sollte das schaffen. Antikraft können wir ja drücken. Wow, ist natürlich nicht so effektiv. Walzer. Und natürlich ging. Es läuft aber schon wieder grandios, ne? Es geht eigentlich nicht besser. Es geht eigentlich nicht mehr. Das nervt mich gerade echt ein bisschen, ne, an diesem Spiel. Teilweise wie lächerlich es ist, ne? Es ist halt auch ein bisschen lächerlich. So, die fahren wir jetzt einfach rum. Superschutz. Superschutz? Hallo? Da. Gut. Ich möchte nämlich noch in dieses eine... Oh, das ist eine neue Route. Da dürfen wir wieder Pokémon fangen. Ich würde nämlich ganz gerne... Ist da ein Item? Nee. Ich würde nämlich ganz gerne in das eine Schiff. Genau in dieses da. Und das Pokémon dürfen wir fangen. Kribotag, okay. Zwonklinge. Möchtest du mir damit sagen, dass du ein Käfer-Pokémon bist? Ein Käferfeuer-Pokémon bist, das ich tatsächlich ganz gerne hätte? Ich würde dich mitnehmen, ne? Kribotag. Wenn wir dafür Raichu raustun. Du bist Level 34, du bist vom Level her höher als mein ganzes Team. Perfekt. Möchte jemand ein Wasser- oder ein Unlicht-Pokémon sein? Schauen wir mal nach. Tatsächlich, ja. Ich weiß zwar, dass er, glaube ich, eigentlich ein Sneeble sein möchte, aber ich nenne es jetzt LRG. Weil, ist halt jetzt so. Das ist ein Dark-Type, das passt. Dann können wir ja Raichu dabei mal, ne? Den EP-Teiler entziehen. Ich möchte hier eigentlich nur rein... Warte mal, wir können ja Eisstrahl hier noch gar nicht holen, ne? Oder? Aber ein paar Items können wir, glaube ich, mitnehmen. Und ein paar Trainer, wenn es sein muss, ja. Wenn du unbedingt willst, Funkensprungpara, natürlich. Natürlich Temposchubo mit. Knogger,
Donnerblitz. Wie viele Elektro-Pokémon sind hier bitte drin? So, damit ist Azalakorn jetzt auch Level 30. Hat sich auch am Team angepasst. Da ist ein Typ mit seinem Mülleimer. Fokusband. Nice, Freunde. Nice. So, hier ist ja eigentlich der Dings drin. Eisstrahl. Gegen dich hätte ich auch... Oh, nö. Aqua, bitte. Oh, stimmt. Du hast ja gar keinen Verwandler. Stimmt, du kannst dich gar nicht in mich kopieren. Oh, gar nicht in mich kopieren. Und ihr musstet jetzt kommen, oder? Schaufler. Einfach mal Schaufler. Ich denke, das ist jetzt nicht ganz verkehrt. Kiss mit Wunsch, okay. Mach das Radikal weg. Ey, der hatte doch den Drop. Farbwechsel. Natürlich hast du Farbwechsel. Moment, komm nicht gleich ein Kiss mit Wunsch an. Ich wechsle meinen Paula, falls der Kiss mit Wunsch auf mich geht. Und setze Knochenrang auf das Radikal ein. Zornklinge, Metronom. Natürlich kriegst du Doppelkick. Kiss mit Wunsch geht sogar auf Paula. Schön predicted. Das haben wir easy predicted. Natürlich, es wäre so eine krasse Kombi gewesen, ne, aber... Gut, dass ich sich Knochen hat's. Ja... Nee, lass mal. Lern mal lieber eine Pflanzenattacke, Roots. Das wäre Sonnenstein. Okay, wir können jetzt gefühlt alles entwickeln, ne. So, gefühlt können wir jetzt alles entwickeln. Mit Steinen, aber nur gefühlt. Ein L-Schlüssel. Okay, damit können wir doch was öffnen. Wir können doch schon hier... Stimmt, wir können doch schon hier Eisstrahl. Was laber ich? Natürlich können wir ja Eisstrahl holen. Ich habe das damals ja auch immer geholt. Was hat man hier nochmal bekommen? Ich glaube, wir haben hier jeden besiegt, ne? Tür ist offen. Sonnentag. Hm. Wir kriegen aber echt nur Scheiß-TMs, ne? Ich glaube, ich habe gefühlt noch keine einzige gute TM hier bekommen. Nieten. Das Traurige ist wahrscheinlich, dass Nietenranke somit die beste war. Das ist halt so verdammt traurig. Da wäre noch ein Item, aber... Ja. Scheiß mir jetzt einmal drauf. Route 109. Da haben wir auch schon ein Pokémon gefangen. Da bin ich mir auch zu 100% sicher, dass ich hier schon... Da haben wir Lucas gefangen. Der ist auch immer noch in unserem Team. Das ist schön. Wir umfahren die jetzt einfach mal, weil wie gesagt, wir sind halt vom Level jetzt nicht so, dass wir es nötig hätten, jetzt hier zu dingsen. Schutz wirkt nicht mehr, das ist okay. Wir gehen gleich einkaufen auch noch. Zuerst möchte ich mir aber das Krebutak anschauen. Ich meine, Feuerkäfer, Upgrade, okay. Bitte was? Und nicht normal. Und dann hast du Sachen wie Hitzewelle und Zornklinge. Aha, okay. Ja, dann kommt Krebutak doch noch nicht ins Team. Vergesst, was ich gesagt habe. Dann bleibt Raichu wohl. Dann kriegt Raichu jetzt wieder seinen EP-Teile. Wow. Ich dachte halt, er hat halt Hitzewelle und Zornklinge gedrückt. Warum zum Teufel ist es dann Unlicht normal? Das macht halt in meinen Augen keinen Sinn. Aber naja, nehmen wir nochmal ein paar Supertränke mit. Allzu viele brauchen wir nicht mehr, weil wir brauchen... Wow, und Schutz gibt's hier nichts. Nice. Laufen wir jetzt hier einfach durch. Wir laufen jetzt hier durch. Komm, go. Bevor ich hier gegen Radfahrer kämpfen muss, laufe ich dann doch lieber ein bisschen alleine rum. Haben wir noch Superschutz überhaupt? 4. Das ist okay. Ich glaube nämlich, wir konnten im Malvern Frost City Superschutz kaufen. Ach stimmt, wir könnten ja auch noch ins Kraftwerk gehen. Machen wir das jetzt noch schnell? Eigentlich können wir es schon noch machen, ne? Wollen wir das auch ein neuer Encounter? Natürlich ist hier kein Schutz. Warum sollte es denn da auch Schutz geben, ne? Wer braucht das schon? Wer braucht schon Superschutz? Wird überbewertet. Wird alles überbewertet. Moment, wir müssen ihn ja erstmal ansprechen, ne? Das habe ich auch vergessen. Steht er überhaupt schon? Naja, steht er. Dann lass mich mal den Kelleröffner holen, danke. Schön wieder Superschutz verbraten. Das ist super. Das freut mich. So. Dann rein da. So. Wir müssen... Das erste müssen wir aktivieren. Okay. Das zweite müssen wir, glaube ich, nicht mal aktivieren. Doch, müssen wir. So. Jetzt bin ich aus Versehen wieder draufgekommen. Nice. Es läuft aber auch. Stimmt, wie machen wir das eigentlich mit den Elektroballs? Das sind ja an sich Standing Encounters. Und es gibt hier... das ist schwierig. Will ich das Item haben? Nee, das ist ein Elektroball. Das Item will ich haben. Abisszahn, okay. Hier kommen wir raus. Das möchte ich nicht. Hier könnten wir nach links. Hier ist nochmal Quappo. Nee, die lassen wir einfach nicht zählen, würde ich sagen, weil... Da ist ein Nugget, oh. Weil das ist dann doch wieder ein bisschen doof. Was brauchen wir hier? Schutz, so. Diesen wilden Encounter dürfen wir zu einem Mauzi. Das ist okay, bis...
Das ist nicht sehr effektiv. Glück sei abgeschlagen. Ich hoffe, wir kriegen das nach dem Kampf wieder, ne? Ich sag's dir, Mauzi. Möchte jemand ein Mauzi oder ein Normal-Pokémon sein? Ich sag, wow. Das habe ich schon gegen den Tisch gehabt, das hat man wahrscheinlich gehört. Ich sollte mal abhaken, wenn ich schon habe. Wir haben LRJ, wir haben Wolfboy. Sonst ist keiner da, der spezifisch zu diesem Typen passt. Oder, ja, dann machen wir jetzt einfach Snorlax draus. Der hat, glaube ich, im letzten Part. Kommt. Im letzten. Nee, es ist länger her. Schmarrn, was laber ich? Snor. Wir können sogar den Platzhalter hinsetzen, weil der hat ein Relaxo als Profilbild, aber. Ist halt ein Normal-Pokémon, deshalb packe ich ihn da jetzt auch als. Ups. Als Normal-Pokémon rein. Wer weiß, vielleicht entwickelt sich es in den Snorlax. Ich hoffe, er hieß so. Ich habe es mir jetzt nämlich tatsächlich nicht rausgeschrieben. Und es gibt hier sogar auch Porenta, interessant. Und Krebskopfs. Denn ich müsste eigentlich. Warte mal. Zählt der Safari-Ball wie ein Dingsball? Der nur in der Safari-Zone eingesetzt wird. Ja, bei uns nicht. Bei uns wird alles Verwendung gefunden. Alles, meine Freunde. Mauzi, ja. Hier haben wir eine Herzschub. Oh. Klick, der Generator ist ausgeschaltet. Perfekt. Eine Herzschub ist tatsächlich ziemlich geil, muss ich sagen. So, wie komme ich jetzt hier raus? Nehme ich hier wieder ein wildes. Das hätte ich gern gehabt. Wo wäre ich hier als erstes drauf gegangen? Ich hätte sofort das Ding gefahren, weil Elektroball ist halt ein bisschen lame als Standing Encounter zu zählen. Was brauchen wir jetzt hier? Gar nichts, okay. Ich möchte hier eigentlich einfach nur noch raus, weil der Part jetzt schon wieder in der Überlänge langsam ist. Wir haben einiges geschafft. Ich möchte auch ziemlich viel immer in dem Part jetzt schaffen. Weil es ist halt möglich, ne? Welchem Projekt schnell beenden. Weil ich habe ein bisschen Schmacht auf das nächste. Ich habe das nächste nämlich schon geplant, was ich machen möchte. Und ich habe Schmacht drauf, meine Freunde. Ich habe so viel Schmacht drauf. Es ist unglaublich. Und es wäre auch unglaublich, wenn diese dummen Pokémon jetzt mal nicht die ganze Zeit kommen. Ich werde dann offscreen, würde ich sagen, mir schnell Superschutz irgendwo besorgen. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber ich werde es finden. Glaubt mir. Ich weiß, wenn ich etwas finden kann, dann werde ich das auch tun. So, und jetzt sind wir draußen. Perfekt. Lass mich da einfach nur weg. Okay. Gut. Das heißt, wir haben jetzt, hier vom Weiter kriegen wir jetzt eigentlich Donnerblitz, was hier in dem Fall. Kann es bitte einfach Donnerblitz bleiben? Ich habe Angst zu sehen, was es ist. Psycho. Oh. Oh. Psychoschub. Gut. Das ist dann doch gar nicht mal so eine schlechte TM. Haben wir was gefangen? Ja, ne? Wir haben was gefangen, unser Mauzi. Eventuell setze ich mich mal auch. Ja, dass du Unlicht bist, war klar. Eventuell setze ich mich tatsächlich mal. Aber mit Voltage, das ist ziemlich cool. Setze ich mich mal ran und ziehe Meditje, Kleinstein und Luis hoch. Und eventuell Schmerbe oder Slimer. Ich weiß nicht, auf welchen Level die sich genau alle entwickeln. Kleinstein hat 25, Mauzi habe ich keine Ahnung. Meditje weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube aber auch irgendwas 36 rum, also. Also Kleinstein vielleicht und Mauzi, je nachdem. Dass ich dann so die Entwicklungen zeigen kann. Und vielleicht haben wir dann ein neues Teammitglied, man weiß es nicht. Bis zum nächsten Part jetzt nicht. Irgendwann mal wahrscheinlich. Roundabout, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendwann, wenn ich mal neue Pokémon drauf brauche zum Beispiel. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann und ciao.